Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich gerne eine Kunstnägelmarke vorstellen von DM, die ich bis jetzt noch gar nicht ausprobiert habe. Das ist die Marke Elegant Touch. Ich habe diese Nägel hier online bestellt bei dm.de. Die Farbe heißt Kiss and Tell und die sind Squoval. Ich hatte noch nie so quadratische Nägel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die bei mir an den Fingern aussehen und werde die gleich mal ausprobieren. Hier steht drauf, wear for up to 10 days. Also bis zu 10 Tage darf man die drauf lassen. Ich bin mal gespannt, ob die auch wirklich so lange halten. Hier ist ein Kleber mit drin. Das steht und fällt ja immer so ein bisschen mit dem Nagelkleber. Ja, so sieht der aus. Hatte ich noch nie. Oh, der lässt sich ja so hinstellen. Praktisch. Gut, dann werde ich mir mal alles durchlesen, dass ich es auch wirklich so mache, wie sich das die Marke gedacht hat. Hier steht drauf, dass man davor seine Nägel ein wenig anfeilen soll. Das werde ich jetzt mal nicht machen, weil hier auch gar keine Nagelfeile mit dabei ist und ich mir ganz oft künstliche Nägel raufklebe, ohne die anzufeilen. Gut, dann suche ich mal meine Größen raus. Wunderbar, also ich bin gerade total begeistert von der Größenauswahl. Und zwar ist es so, dass ich meistens für den und den Finger dieselbe Nagelgröße brauche und zufällig in diesem Set die Nägel, also Nagelgröße 5, viermal dabei ist. Das heißt, ich kann auch wirklich beide Finger ordentlich bekleben und normalerweise mache ich es halt immer so, dass ich die dann die etwas kleinere Größe auf den Ringfinger mache. Aber so habe ich halt jetzt wirklich für jeden Finger die perfekte Größe. Und das ist nicht nur in meinem Falle so, dass ich das große Glück habe. Auch die Nagelgröße 6 wird viermal ausgeliefert. Also erstmal die Größenauswahl bin ich wirklich begeistert hier von Elegant Touch. Passt für mich hervorragend. Ich hatte zwischendurch einen kurzen Schreck bekommen, weil ich dachte, Mensch, die sind ja oben wie unten so ähnlich. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich die wirklich richtig rum hinlege, aber es ist eigentlich gar kein Problem. Also die Wölbung oben und unten ist ja ungefähr gleich hier bei diesen Squoval Nails, weil auf der anderen Seite steht ja dann die Nummer und die Nummer ist halt immer oben. Von daher kann man sich auch daran ganz gut orientieren, dass man nicht den Nagel aus Versehen falsch rum anklebt. So, dann geht's mal los. Ich hoffe, meine Unterlage hier ist für manche jetzt keine Überforderung, denn ja, der Herbst nähert sich mit großen Schritten, auch wenn wir das teilweise nicht unbedingt wollen. Gut, jetzt muss ich mal hier rausfinden, wie man das aufmacht. Vielleicht einfach so. Ach nee, es könnte sein, dass man das einfach zusammenschraubt und das dann automatisch aufgestochen wird. Probiere ich jetzt mal aus. Ja, da kommt jetzt Nagelkleber raus. Also interessanter Nagelkleber habe ich so noch nie gehabt. Und dann fange ich mit... Genau, ich fange mal mit den äußeren Fingern an. Ein bisschen was mache ich auf den Nagel rauf. Ist für mich sehr unüblich, so kurze Fingernägel zu kleben. Bin ich jetzt ganz unsicher, wie viel ich auf den Nagel rauf machen muss. Also auf den Kunstnagel, hier auf meinen eigenen Nagel. Da mache ich viel rauf, gehe nicht ganz bis zum Rand, aber fast. So, kann man easy hinstellen hier das Ding. Ist natürlich ein bisschen fummelig, so einen kleinen Nagel hier zu nehmen. Und dann drücke ich den jetzt rauf, ungefähr 15 Sekunden und dann müsste der gut kleben. Auf der Verpackung stand übrigens, wenn man Angst vor Nagelkleberschäden hat, zwar auf Englisch, deswegen ist die Übersetzung jetzt vielleicht ein bisschen holprig, aber dann soll man doch das, wie heißt das hier? Nail Savior Protective Glue Barrier. Also da werde ich mich mal informieren, was das genau ist. Das wäre ja genial, wenn man sich irgendwas auf die Nagelhaut schmieren kann, was dann den Nagelkleber abhält. Erster Nagel klebt. Sieht sehr, sehr gut aus. So werde ich jetzt all meine 10 Nägel kleben und dann sehen wir uns wieder. Mach nochmal die Kamera an, weil ich bin gerade irgendwie recht begeistert. Ich hatte so das Gefühl, die Nägel sind so kurz, es wird eine größere Fummelei, die raufzumachen, also zu greifen und dann raufzumachen. Aber ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die schmiegen sich hervorragend an meine Nägel ran. Also wer schon mehrere Videos von mir geguckt hat und sich immer so dabei dachte, ja stimmt, wenn sie sagt, die Nägel sind da zu rund oder da zu breit oder so, das ist bei mir auch immer so, also ähnliche Finger hat wie ich, dem kann ich jetzt schon empfehlen. Probiert Elegant Touch aus, das ist also gerade herrlich, die raufzukleben. Total mühelos. Also Leute, ich bin einfach nur begeistert. Ich glaube, ich habe hier noch nie so easy
Nägel aufgeklebt. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag, aber ich habe das Gefühl, die passen einfach perfekt zu meiner Nagelform. Also selbst der Daumennagel hat sich hier unten sehr, sehr gut angeschmiegt. Da habe ich ja immer so ein bisschen, ja, das Problem in Anführungsstrichen, dass hier unten der Nagel sehr gerade ist. Ich finde das Ergebnis ganz, ganz toll. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach so eine Euphorie von mir ist, weil ich jetzt so lange keine Kunstnägel mehr drauf hatte und mich jetzt einfach so freue, mal wieder welche zu tragen. Aber ich finde die sehr schön. Das Raufmachen war sehr, sehr unproblematisch und convenient. Ich hatte jetzt blöderweise mein Öl vergessen. Also ein paar Mal ist mir schon auch der Nagelkleber so ein bisschen daneben gekommen. Das muss ich nochmal nacharbeiten an der einen oder anderen Stelle. Aber insgesamt ist der Nagelkleber zwar ein bisschen dünn, aber man kann trotzdem sehr, sehr gut damit arbeiten. Und mir ist es an einer Stelle passiert, dass ja hier irgendwie die Finger so aneinander geklebt sind. Also ganz kurz nur. Und hier steht übrigens, dass man es nicht auseinanderreißen soll, sondern dann nicht auseinanderziehen, sondern einwelchen und sanft auseinanderziehen. Dadurch, dass es halt wirklich nur ein kurzer Moment war, habe ich es dann doch auseinandergezogen. Habe aber trotzdem schon gemerkt, dass der Nagelkleber stärker ist als das, was ich so kenne. Das scheint also in dem Falle nicht so das zu sein, was alle anderen Marken haben. Irgendwie unterscheiden sich die Nagelkleber dann doch immer minimal. Also ich bin immer ganz überrascht, weil ich mir denke, naja, ist doch überall das Gleiche drin. Scheint nicht so zu sein. Das Einzige, was mir persönlich jetzt auffällt, ich bin halt nicht so ein Squoval oder Square-Fan. Ich finde die zwar jetzt sehr, sehr schön und habe jetzt gar nicht mal so sehr das Gefühl, jetzt groß nachfällen zu müssen oder so. Ich habe nur das Gefühl, am Zeigefinger und am Daumen sind die mir dann doch ein bisschen zu schaufelartig. Da werde ich vielleicht noch mal ein bisschen nachfeilen. Von der anderen Seite sieht man nicht viel, also die sind wirklich recht kurz. Mir gefallen sie aber gut. Also ganz oft habe ich bei anderen Längen das Gefühl, noch mal ein bisschen kürzen oder die Form anpassen zu müssen. Und bei denen hier werde ich zwar auch noch mal so ein bisschen rüberfeilen, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, die eigentlich genauso einfach nutzen zu können. Ich muss mir die Marke unbedingt noch mal genauer angucken. Einerseits, weil ich halt dieses, was steht hier, Nail Savior Protective Glue Barrier irgendwie interessant finde. Und andererseits, weil ich mir die andere Nagelform auch mal angucken möchte, ob ich damit dann auch so zufrieden bin. Nee, ich glaube, das könnte eine gute Marke für mich sein. Hast du von der Marke schon was ausprobiert? Gib mir gerne Tipps von irgendwie deinen Lieblingsnägeln oder so. Das werde ich mir dann mal anschauen. Und ja, ich hoffe, euch hat meine kleine First Impression von dieser Marke gefallen. Wie gefallen euch die Nägel? Also ich bin begeistert. Ich freue mich jetzt drauf, die lange zu tragen. Ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt auf diese 10 Tage anlegen möchte, weil es meistens so ist, dass ich mir davor meistens die Nägel dann irgendwie wechsel, irgendwas anderes drauf mache oder so. Aber ich werde euch in den Kommentaren schreiben, wie die Haltbarkeit war von den Nägeln. Ich danke euch vielmals fürs Schauen von dem Video. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich mache Videos rund um Klebenägel, um Nagellack, manchmal auch Kosmetikvideos. Und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer über einen Kommentar, auch eine Video-Idee oder so, was ihr gerne sehen möchtet. Vielleicht irgendwie eine andere Marke noch. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Schauen.